Hier sind die chilligen Jungs von SeedOilPay mit Folge 16 vom Eurotruck Simulator 2. Ja, ja. Das Spiel mit dem Chaos-Faktor Nummer 1. Ja, und für das Auftragsangebot, wo sind wir denn eigentlich letztes Mal angekommen? Bei welcher Stadt kann man das irgendwie aufrufen? Natürlich, wenn ihr gerade die Folge geschaut habt vor dieser, dann wisst ihr das. Nein. Ey, das reicht. Das war schlecht. Nein. Paris? Waren wir schon mal in Paris? Ja. Nein. Dann fahren wir nach Paris, meine Lieben. Wir fahren nach Paris. Nein, ich weiß warum. Ich glaube, die Stadt ist ja hier ein bisschen aufgeteilt. Ja, hier ist Reims und hier ist dieser Steinbruch. Deswegen. Ah. Ja, wir machen es trotzdem. Und wir erzählen euch gleich noch ein. Wir fahren den Duff im Übrigen. Duff. Wir erzählen euch auch gleich, das wird der Tobias übernehmen, ein bisschen über das Update in der nächsten Folge auch. Dann habe ich ja nichts mehr zu reden. So, ja, wow, also dieser Steinbruch, in dem war ich noch nie in diesem Spiel. Der sieht richtig schön aus, muss ich jetzt ernsthaft mal sagen. Wow. Ich war hier noch nie in so einem Steinbruch und vor allem der LKW sieht richtig geil aus. Haben wir eigentlich ein Navi? Ah, warte, ich bin ja der Soundfan. Navi sollten wir hier nicht haben, ne? Nein, da brauche ich hier die Karte. Hier. Oh, hallo Leute! So, willkommen zum Kaffeeklatsch. Nein. Der Marcel, ne? Der ist ja in Wirklichkeit und so. Eigentlich nur so. Hetero. Nein. Ja, achso, du hast gehört. Ist ja scheiße. Der Pfeil ist verwirrend, ich merk's. Wie komme ich hier raus? Da. Ja, wenn. Ich werde darauf gleich eingehen. Ich wollte schon was anderes sagen. Über das Update Nummer 1.3.1. Also 1.3.1. Alter. Wenn du jetzt wieder zurückrollst, dann. Ich möchte noch was kurz anmelden, sagen, was der Tobias auch gleich sagen wird über das Update. Oh. Und zwar. Scheiße, jetzt stehe ich. Ich hätte nicht. Und zwar, ihr seht doch unten rechts beim Navi, ist ja neben der KMH-Anzeige, die jetzt gerade auf 8 ist, nebendran ist was Orangenes und das ist unser Gang. Das wurde geändert, das ist jetzt orange, ja. Und die Tankanzeige wurde auch geändert. Man sieht da jetzt neben dieser Tankstellensymbol, sieht es jetzt genauer aus, was da ist. Halt mal, ich weiß gar nicht, wo wir lang müssen. Sieht ja cool aus. Ich kann es von dieser Position hier nicht so gut erkennen, aber egal. Ich werde noch das Gesicht bekommen. Ja, ich fange gleich mal an, wenn dann hier mal Stille eingekehrt ist und wir ruhig fahren. Ich bin aber gespannt, wo er jetzt rauskommt gleich. Und warum die Pfeile in die andere Richtung wollen. Ja, jetzt auf einmal. Jetzt sind die Pfeile wieder richtig. Also nicht die. Ja, das war laut. Für euch, natürlich. So, aber richtig gut gemacht, der Steinbruch, auch von meiner Seite. Kompliment! Und auch sehr groß, muss ich Ihnen sagen. Wir brauchen jetzt schon allein 5 Minuten, um hier rauszukommen. Super Idee. Ja, wir müssen ja so viel wie möglich vom Spiel zeigen und ich glaube, das ist. Kann man das Easter Egg nennen? Eigentlich schon. Man erwartet nicht, dass sowas hier kommt. Also doch schon ein Easter Egg. Ja. Was ist ein Easter Egg? Fragen sich bestimmt die kleinen Kinder unter euch. Das sind einfach Überraschungen, die man im Spiel nicht erwartet hat. Easter Eggs, ja, Ostereier, ne? Einfach. Man könnte auch Überraschungseier sein. Ja. Ja.
Was hat hier der ganz gewiefte LKW-Fahrer, der schaut aufs Handy und fährt weg? Da ist er nicht der Einzige. Ich kann wenigstens sowas. Nicht so wie du im Let's Test, ne? Könnte ich auch. Oh, beim Let's Test, weißt du, das erinnert mich an was. Wo ist der Teddybär? Wo ist der Teddybär? Das muss ich hier einfach nochmal zeigen. Das muss ich jetzt in allen Let's Plays nochmal zeigen. Naja, nicht in allen. Das war unser neues Mitglied und unser neuer Star im Team. Der Jodelbär. Applaus. Ja. Nennen wir ihn Peter, genau. Dieter. Dieterbär. Hans. Was denn jetzt? Peter, Dieter, Hans. Döner. Ja, genau. Hier ist sehr wenig los, merke ich gerade. Vielleicht sollte das so sein. Ja, super. So, jetzt gehen wir langsam auf die Straße. Ich warte natürlich noch. Ich will eigentlich noch warten, bis er auf der Autobahn ist. Und weil jetzt kann ja noch ein Unfall passieren. Dann würde ich den verpassen. Wir müssen nach... müssen wir nach Reims? Ja, Richtung Reims, genau. Ja, du darfst nicht... Ja, du darfst. Warum? Ich wollte jetzt... Also ich muss mich hier auch wieder dran gewöhnen, dass ich hier nicht zweimal Fall runter... Dass ich hier... dass ich hier nicht zweimal Fall runter drücke. Weil, ja, wegen dem Let's Test. Ja... Er ist natürlich kein Pro-Gamer und so, und deshalb kann er das nicht. Nicht so wie ich, natürlich. Ich bin voll der Boss in the Gang. Ich bin der Winner in the Club. Genau. Ja, nein, natürlich nicht. Also, es ist wirklich schwer, muss ich ja aus Erfahrung sprechen, von einem Spiel aufs nächste und vor allem bei so einer Let's Play und Let's Test Geschichte dann wieder zu kommen, mal rüber zu kommen, weil das ist echt dann schwer. Ja, es ist einfach so, keine Ahnung warum. Erinnerst du dich noch an Folge 15, an die Spaßfolge? Wir könnten ja wieder ein paar Schilder... Nein. So. Ja, Spaßfolge, like, wenn ihr sie euch noch nicht angeschaut habt. Ich glaube, die haben wir nicht Spaßfolge genannt. Das ist ja ein bisschen kindisch. Ich weiß es nicht. Ja, Folge 15. Folge 15. Ja, das ist die Strecke. Ich glaube, nur weiterführen. Das heißt, wir haben die Strecke, glaube ich, vorhin abgebrochen und dann nach Reims abgefahren und jetzt... Oder nee... Die Strecke sind wir genau gefahren. Dann sind wir nach Reims abgefahren. Das ist voll Mobbing. Ich bin hier von. Ich bin hier so gefahren. Ja, so. Und dann kriege ich immer mehr Schaden. Es ist. Wenigstens bin ich jetzt nicht der Einzige, der so viel Schaden wie unmöglich gemacht. Also, ich fand es gerade wirklich sehr verarschmäßig. Ich fand das gerade sehr verarschenmäßig, weil ich war auf dem Boden und ich kann dafür nichts. Hier, in der Werkstatt. Wir sollten... Das kann der Vater da, unser Chef, erledigen. Also ich fand es gerade wirklich komisch. Ich bin ja nicht mal gefahren und ja, sehr unfair. Hier. Ja, so habe ich mich auch gefühlt, als ich das hatte. Er will sich jetzt nur rausreden. Wir sind jetzt, glaube ich, wieder in Reims. Spricht man überhaupt Reims aus? Oder keine Ahnung. Reims? Die Franzosen haben ja da sehr unterschiedlich. Ansprachen. Oder Sprachweisen. Genau, das Wort war es. Mir fehlen irgendwie immer im Let's Play die Wörter. Wenn ich so außerhalb des Let's Plays, dann finde ich die unmöglichsten Wörter, die es dann auch wirklich gibt. Nein, die sind nicht erfunden. Die Wörter gibt es dann auch wirklich. Und beim Let's Play fallen mir nicht mal die einfachsten Wörter ein. Ich weiß echt nicht, woran es liegt. Aufgeregt bin ich ja nicht so. Manchmal fühlt man sich selber ja so dumm. Man hat ja einfach ein Mikrofon in der Hand und spricht mit keinem. Einfach in ein Mikrofon. Wir sind so Egos. Nein, okay. Ich sollte jetzt langsam anfangen mit der 131. Das ist ein Update. Ach, der Marcel will mir wieder sprechen. Ich finde hier Reims eigentlich sehr schön gemacht.
bis da hinten. Also diese Stadt finde ich, wie das hier aussieht, ist sehr schön. Also geil gemacht, muss ich jetzt erstmal sagen. Auch hier diese, ups, auch hier diese Abbiegerspuren sind sehr geil. Ja, top. Geil. So. Sieht besser aus als in Deutschland. Ey, Ausländer raus. Nein, dafür werde ich dir mal selber zwar noch in den Arsch treten, aber jetzt nicht. Wie kann er Deutschland beleidigen? Das geht doch nicht. Vor allem, weil... Ich habe gesagt, die Straße. Vor allem, und jetzt kommt die geilste Überleitung, die ihr je gehört habt, vor allem, weil den Deutschen so geile Updates gemacht werden, wie die 131 von Euro Truck Simulator 2. Das war nicht in Deutschland, scheiße. Doch, scheiß Überleitung. Aber es ist in Deutschland rausgekommen, also doch wieder eine gute Überleitung. Also, ich fang einfach mal an. Ja, hast du heute irgendwas gespritzt oder Drogen genommen? Hast Alkohol genommen? Lass mal Alkohol testen. Im Let's Play, genau. Ja. Ich fange an, offizielle Lizenzen von Iveco und Volvo, die ja vorher Ivedo und Valiant hießen. Oder Valiant, wie ihr auch immer wollt. Also Iveco und Volvo jetzt wirklich mit echten LKWs und mit echten Namen, offiziellen Namen, finde ich ja jetzt persönlich sehr schön, ja, wirklich. Denn man kommt sich ein bisschen blöd vor, wenn man dann so falsche Namen und man falsche Namen da liest und da denkt man sich, oh, warum? Und was? Ach so, das ist eine Mauenstation. Ja, und jetzt finde ich wirklich gut, dass die jetzt nach und nach ein lizenziert werden. Ist Mercedes schon lizenziert? Egal. Du sagst die ganze lizenziert. Ja, das heißt also, es heißt Lizenz, nicht Lizenz. Man kann beide schreiben. Sag mal jetzt, ob Mercedes schon. Oder heißen die immer noch. Keine Ahnung, wie die hießen. Heißen die mittlerweile Mercedes oder nicht so? Ja, ich brauch. Ich glaube nicht. Also, bisher noch nicht. Ich habe nichts gehört. Ja. Mercedes ist halt so famous für dieses Spiel. Ich muss kurz mal schauen. Ja, hier, Möglichkeit, den Firmennamen, das Firmenlogo und die bevorzugte LKW-Marke zu ändern, also bei der Profilauswahl. Marcel, kannst du uns dazu etwas mehr sagen? Nein, doch, also, ihr merkt ja, wenn ihr das Spiel startet, könnt ihr ja Profile auswählen und da gibt es jetzt die neue Funktion, auf Bearbeiten zu klicken. Wenn ihr da drauf klickt, könnt ihr alles so einstellen oder ändern, wie ihr es am Anfang angestellt habt. Und nochmal kurz, by the way, es gibt auch was Neues, was die da gemacht haben, SCS Software. Und zwar wollen die das Spiel noch mehr erweitern, um Geld damit zu verdienen. Jetzt machen die noch mehr Werbung, aber die ist außergewöhnlich. Ich habe ein Fußballspiel gesehen in Polen, also das Video davon. Und da wurde an den an den Bänken, die da ja immer stehen, wurde Euro Truck Simulator 2 dafür geworben. Das sieht richtig geil aus. Ich musste mir da erstmal gucken, ob das wirklich Euro Truck Simulator 2 steht. Also auf so eine Idee muss man erstmal kommen. Und damit verdienen die mehr Geld. Und mehr Geld heißt, dass sie auch mehr Erweiterungen machen für das Spiel. Und ja, vielleicht wird es später mal Euro Truck zu World Truck. Naja, für die Erweiterung braucht man ja jetzt nicht wirklich das Geld, sondern eher das Köpfchen, die auch zu machen. Weil wenn du was beim PC löschen willst, dann kostet es ja auch kein Geld. Kommt drauf an, was sie ändern wollen. Ja, nicht löschen, damit meine ich nur, sie können ja auch Neuerungen machen, ohne dafür Geld auszugeben. Es kostet ja nicht alles Geld. Die nötigen Leute dafür haben sie. Muss ich sagen, ja. Das verstehe ich nicht, das kann der Marcel in der nächsten Folge machen. Pro Profil kann man die installierten, ja, ist ein bisschen klein, ich brauche eine Brille.
Pro Profil kann man die installierten Mods auswählen. Kann unter Using Force Mods ausgeschaltet werden. Ja. Da kannst du sicherlich auch noch was zu sagen. Ja, wenn man auf ein Profil klickt und wenn man Mods installiert hat, was wir später auch machen werden, kann man jetzt bei einer Profilauswahl, also wenn du gerade in der Profilauswahl steckst, zum Beispiel jetzt dein Profil auswählst, steht dann rechts im Fenster, wo du die Mods auswählen kannst, die du spielen willst, weil du möchtest zum Beispiel jetzt so ein pinken, wenn deine Schwester spielt und deine Schwester so ein pinkes Repaint hat vom LKW, möchtest du das bestimmt nicht haben und das kannst du dann auswählen. Sagen wir es mal so. Und übrigens, by the way, Tobias, die Schriftgröße, die da steht, ist 14. Das sollte groß genug sein. Ja, trotzdem, ich habe so ein bisschen mit den Lesen. Ich war jetzt 2 Wochen nicht in der Schule wegen Krankheit und so. Es ist ein bisschen wirklich, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was heute los mit mir ist. Das war auch scheiß Deutsch. Wird besser, ja. Ja, was steht denn hier noch so? Unterstützung lokaler Währung in jedem Land im Spiel. Das wird wahrscheinlich heißen, dass es, wenn ein Amerikaner spielt, Dollar gibt und so, halt, dass man damit seine eigene Währung, die man in seinem Land hat. Also hier jetzt ja halt Euro, aber dann in der Schweiz vielleicht auch Franken. Ich weiß jetzt nicht, ob welche Währungen davon betroffen sind. Weiß ich nicht. Ich kann jetzt noch nicht sagen, welche Währungen davon betroffen sind. Euro. Schweizer Franken. Dann tschechische Krone. Points. Oder. Ja, großbritannisches Geld. Und das polnische Geld. Mit dem sie uns rausstehen. Gut, neue Online-Radios hinzugefügt, nun über 190 Online-Radios. Ich weiß nicht, ob wir irgendwann mal eins zeigen werden. Das schauen wir dann mal. Ich glaube, das dürfen wir gar nicht, weil das richtige Radios sind. Also da sind dann richtige auf der ganzen Welt Radios, die es gibt. Und ich glaube, wir haben dafür gerade nicht die wirklichen Rechte dafür. Doch, also wenn wir Musik, wir können ja auch Radios im Hintergrund laufen lassen, nur ist es leider nicht so gut, wenn dann jemand durchspricht. Also wenn es Radios sind, wo nur Musik läuft, ich glaube, dann dürfen wir die auch zeigen. Wir werden auf jeden Fall wahrscheinlich auch fernab vom Let's Play, das kann ich jetzt noch nicht sagen. Ich werfe es jetzt einfach nur mal so in den Raum. Vielleicht auch Mods vorstellen. Schreiben einfach Mod-Vorstellung, Euro Truck Simulator 2 und dann was für eine Mod es ist. Vielleicht auch im Let's Play, aber vielleicht auch ein einzelnes Video, dann können wir es länger an sich machen und die Let's Play Story wird davon nicht so in Betracht gezogen. Das ist besser. Also man könnte, wenn wir jetzt einen Mod drin hätten, könnte man dann während dem Fahren auch immer so zeigen. Tja, dann könnte man die Folgen anstatt immer so Kartoffeln nach Dijon, könnte man die dann auch, keine Ahnung, Mod vorstellen. Oh. Nein, das war falsch. Das. Und wir sind auch gleich da. Ich bin ganz ehrlich, ich fände es besser als einzelnes Video, als Zuschauer jetzt. Könnt ihr mal in die Kommis schreiben? Ja, Gekaufte Fahrer werden nun aufgezeichnet. Hier ist ein kleiner Schreibfehler, aber egal. Hier steht, gekaufte Fahrer kann werden nun aufzeichnet. Aufzeichnet vor allem. Wahrscheinlich war das ein Fehler im Spiel bei manchen. Wir haben eh keine Fahrer, also interessiert es uns bis jetzt noch nicht. Gekaufte Fahrer finden nun bessere Fracht auf dem Heimweg. Wahrscheinlich hat das dann was mit Geld zu tun. Dass sie da dann mehr Geld mit nach Hause bringen, oder? Also wenn du, also es gibt ja, du kannst dir ja so Firmen kaufen und wenn du auch Fahrer eingestellt hast, die liefern dann und auf dem Rückweg gucken die irgendwie nach Frachten und dann bringen die auf dem, ich glaube es ist so, dann bringen die noch Frachten mit auf den Rückweg, um noch mehr Geld einzuspielen. Und ich bin irgendwie gerade falsch. Ja, wenden.
Ja, die Fahrengebühr. Die Fährengebühr. Benötigt für Fahrer der Die Fährengebühr ist nicht mehr nötig für Fahrer der schnellen Jobs. Ja. Also das, was wir gerade machen, zu schnell auftreten. Ja, aber ich glaube, das erklärt sich jetzt schnell. Die meisten sollten wissen, um was es geht. UK-Distanzen, UK steht wahrscheinlich für United Kingdom, also Großbritannien, im GPS verbessert. Das, finde ich, erklärt sich auch von selbst. Ich finde da jetzt eh nicht die richtigen Wörter dafür. Oh Gott. Verbessertes Speicherloch. Wenn man MP3-Lieder beim Fahren hört. Das ist schwäbisch. Ja. Egal, abgehakt. Gar keine. Also, das heißt, so habe ich zumindest mal wieder verstanden, wenn ihr beim Fahren Musik mit Air, also das kann man ja auswählen, hört, dann kann man, dann wird meistens das Spiel ruckelig und das verbraucht dann auch mehr Verbrauch. Also auf den Spielen steht ja meistens mal drauf, wie viel Gigabyte RAM du brauchst. Und wenn du halt wenig hast, dann stockt es sehr stark, wenn du Musik hörst. Und das wurde jetzt ein bisschen mehr behoben, deswegen heißt es auch Speicherloch. Ja, schau mal, ob ich noch irgendwas zum Ende sagen kann. Nö, ich glaube, das kann der Marcel dann alles übernehmen. In der nächsten Aufwandlung. Tankstelle in Bremen hinzugefügt, das kann man vielleicht noch schnell hier sagen. Das erklärt sich auch von der Fläche jetzt nicht zu sagen. Super. Und hier steht über 2000 Kartenänderungen und Verbesserungen. Ja. 200. Ja. Das ist hier so aufgelacht. Das habe ich nicht richtig gelesen. Ja, was? Also der Tobias hat das. Halt's mir doch noch in den Mund rein. Der Tobias hat das falsch vorgelesen. Das heißt 200 Karten, Verbesserungen und Verwechslung. Nein, es hat sich irgendwie so angehört, dass du gesagt hast, 200 Karten, Verbesserung. Also diese Karte, die es gibt, wurde verbessert. So, wir haben es jetzt endlich geschafft. Wir haben Druckball davon Reims nach Paris geliefert. 166 Kilometer, 4256 Euro, 166 GB, 319 Euro, 195 Euro für 29 GB. Dann nochmal 45 GB für den Bonus. 5% haben wir Schaden erlitten, das sind 650 Euro. Scheiße. Ups. Wir haben 4114 Euro gemacht. Ja. Genau, wir haben es gedruckt. Sagt es alle euren Freunden weiter. Nein. Ja, diese Folge ist jetzt zu Ende. Wer hätte es gedacht? Ja. Eine sehr souveräne Fahrt von Marcel, muss ich sagen. Und in der nächsten Folge steht das Chaos wieder ins Haus. Ich muss fahren. Und streicht euch diesen Tag für die nächste Folge rot im Kalender an. Und bis dahin verabschieden wir uns und sagen eure Jungs von Seid OLP! Seid OLP!